Oh, Jagdtrophäe, auch nochmal ein schöner Reim da drauf. Also nochmal ein Nomenreim. Hat mir sehr gefallen. Ich glaube, er wird es hassen, wenn ich das jetzt sage, ne? Aber ich musste mir das selber anhören. Und zwar, damals hatte mir schon ein Dude gesagt, Ödi hatte Kolle schon. So. Dann kommen wir zu JGG mit Real Eyes. Produced by Unbeatables, also von ihm und Spoofy, wieder mal. Wobei es ja auch immer interessant ist, sich zu fragen, inwieweit das jetzt Spoofy gemacht hat oder inwieweit er. So, sie machen ja, also so wie ich das verstanden habe, macht Spoofy das komplett selber oder Jiggy baut die Gerüste für die Beats zu, keine Ahnung, 80%, ballert das an Spoofy weiter und Spoofy macht den Mix dafür, so wie ich das verstanden habe. Real Eyes heißt der gute Track. Und ich habe ehrlich gesagt absolut keine Vorstellung, was das für ein Track sein soll. Ich weiß nur, der wird wahrscheinlich auf dem Album The Incredible, beziehungsweise Incredible sein. Ein Album, was jetzt schon seit langer Zeit in der Promophase ist. Es gab jetzt auch schon sehr viele Single-Auskopplungen. Ich glaube, mittlerweile 3 an der Zahl. Oder sogar schon 4. Ist das die 4? I guess, ich glaube schon. Wir gucken rein und schauen mal, was der gute Janis so zu bieten hat. Let's go. Oh. Okay, also zum Beat finde ich es sehr nice. Wir haben am Anfang einen, wie der Jiggies wahrscheinlich sagen würde, liegenden Bass. Also einen sehr breiten Sub-Bass, der auch relativ trocken ist. Also da ist nicht wirklich viel gemacht. Keine Modulation, es wabert nicht, es klingt nicht verzerrt oder ähnliches. Hört euch zum Beispiel mal als Vergleich Euphoria an von Alias. Da ist es so, am Anfang, wenn der Bass reinkommt, das ist auch ein liegender breiter Bass, aber der ist mehr verzerrt. Da ist mehr Distortion drauf. So als Vergleich. Das Sample hier gefällt mir. Das ist quasi ein, man kann sagen, es ist ein gesampelter Loop, der relativ hallig ist und wahrscheinlich auch das Hauptaugenmerk des Beats ist. Auf die Drums habe ich jetzt noch nicht richtig geachtet. Interessantes Outfit vom Jiggy, der ist ja immer so relativ oldschoolig unterwegs. Ja, auch wieder mit Kette, langem Shirt. Interessant, dass er hier als Requisit einen Schraubstock in der Hand hat und die allseits beliebte Zwergenmütze natürlich auch. Cooles Sample auch. Auch das Real Eyes wegen dem Tracknamen. Ey, schon wieder voll auf Schnaps, stopp den Truck vor der Apotheke, als wär's meine Agoraphobie, ich hab Parkprobleme. Ha! Ja, ich weiß, ihr seid alles. Als wär's meine Agoraphobie, ich hab Parkprobleme. Müssen wir uns nochmal anhören. Ey, schon wieder voll auf Schnaps, stopp den Truck vor der Apotheke, als wär's meine Agoraphobie, ich hab Parkprobleme. Ha! Ey, schon wieder voll auf Schnaps, stopp den Truck vor der Apotheke. Das ist halt cool. Also erstmal, er reimt Apotheke auf Parkprobleme, was halt geil ist, weil es zwei Nomen sind, die aufeinander reimt. Und dann das voll auf Schnaps und stopp den Truck davor als Binnenreim, wie er da reinkommt. Und wie er das float, so mit einem leicht vorgezogenen Flow, das hat was. Das ist schon sehr nice. Als wär's meine Agoraphobie, ich hab Parkprobleme. Wir können ja einfach mal ganz kurz schauen, was Agoraphobie ist. Ich glaube, es sind Spinnen. War das die Spinnenphobie? Haben Angst vor Situationen, in denen es für sie vermeintlich keine Fluchtmöglichkeit oder Hilfe gibt. Okay, das habe ich aber. Also Packprobleme vielleicht. Im Sinne von zusammenpacken oder was? Nee, habe ich nicht so ganz verstanden. Ja, ich weiß, ihr seid alles Löwen, doch ein Schuss reicht und ihr seid nicht mehr als eine Jagdtrophäe. Oh, Jagdtrophäe, auch nochmal ein schöner Reim da drauf. Also nochmal ein Nomenreim. Hat mir sehr gefallen. Ich mag die routinierten Pausen da drin und auch die Sounds, die er einbaut. Das hat er ja schon immer gerne gemacht. Und, was noch? Ah ja, so kleine Adlibs oder so, die das Ganze nochmal ausschmücken, wie dieses stumpfe. Oh, mit dem Beatcut. Das war auch cool. Ich hab Parkprobleme. Ha! Ja, ich weiß, ihr seid alles Löwen, doch ein Schuss reicht und ihr seid nicht mehr als eine Jagdtrophäe. Nach mir die Sintflut. Sie sagen, sipp nicht beim Fahren, also fahr ich beim Sippen. Ja, es ist wahr, die Titanic kann sinken. Die einen, die rudern, die anderen ertrinken. Sipp nicht beim Fahren. Was? Nochmal. Es ist schon vollgepackt mit Inhalt der Tracks. Schon nice. Fahr ich beim Sippen. Ja, es ist wahr. Es reicht und ihr seid nicht mehr als eine Jagdtrophäe. Nach mir die Sintflut. Sie sagen, sipp nicht beim Fahren, also fahr ich beim Sippen. Ja, es sipp nicht beim Fahren, also fahr ich beim Sippen. Auch weird, okay. Weiß nicht, ob das einfach nur so ein netter Vergleich ist oder ob mir da irgendwas über den Kopf geflogen ist. Er hat einen sehr, sehr, sehr übertrieben staccato-mäßigen Flow, habe ich das Gefühl. Er betont das sehr, sehr steif und sehr, sehr
Struktur, so wie man sich das von uns Deutschen wahrscheinlich immer vorstellen würde. Der Allmann wieder am Start, wird der Marvin wahrscheinlich jetzt sagen, so, Jiggy liegt es aber auch wirklich drauf an. Nee, ich finde das aber wirklich cool, weil es experimentell ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite von sehr viel Routine zeugt, finde ich. Es war die Titanic am Sinken, die einen, die rudern, die anderen ertrinken. Sich den Unterzug zwang, wie beim Reisen, ohne Auto, ohne Bus und mit Flugangst. Stehen unter Zugzwang wie in einem militanten Kifferfreundeskreis. Ein Gag und du siehst, wie sie flammen. Bitch, take it like a motherfucking man. Mann, ich brech mir kein Zacken aus der Krone. Brich mir mal einen Zacken ab, nur auf einer Packung Toblerone. Brich mir mal einen Zacken ab, dann aus der Packung Toblerone. Finde ich cool. Nee, die Doppeldeutigkeit mag ich sehr gerne. Man kann es ja, also eigentlich sagt man ja einen Zacken aus der Krone brechen. Übrigens, Fun Fact, eine Toblerone ist eigentlich nicht so gemacht, dass du die brichst, sondern du drückst die ein. Das war mindblowing für mich, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Habe ich auch schon ewig nicht mehr gegessen. Wie sie flammen. Bitch, take it like a motherfucking man. Genau, die Toms, die da am Ende kommen, nach jedem Vierer, dieses Tu-Tu-Tu-Tu, kann man auch Drumroll nennen oder so, I guess, hat was sehr Oldschooliges. Ich kenne wenig Tracks, die noch so richtige Toms von einem Schlagzeug nehmen als Sample und das dann am Ende von jeder vierten Bar reinbringen, um halt ein bisschen Variation zu bringen. Aber ich finde, das hat halt eine richtige Wucht. Und vor allem vorhin, als er das auf das Entsichern und Schießen, also als er diesen Sound noch darüber gelegt hat, hat er das hat schon einen richtigen Bums gehabt. Ich sprech mir kein Zacken aus der Krone, brich mir mal einen Zacken ab, nur auf einer Packung Toblerone. Oh, und das sollte ich vielleicht auch noch erwähnen, Entschuldigung. Ich mag die Bass sehr gerne. Das ist eine relativ kurze Bass-Drum. Ich weiß gar nicht, was das ist. Warte, wir müssen nochmal ganz kurz das Drumset hören, ob es hier eine Kick und eine Bass gibt oder ob das ein Ganzes ist. Die Flam. Bitch, take it like a motherfucking man. Mann, ich brech mir kein Zacken aus der Krone, brich mir mal einen Zacken ab. Ja, also entweder ist das wirklich eine, also sind das wirklich eine Kick und eine Bass, eine wirklich sehr kurze 808, die sehr, sehr tight zusammengemischt sind. Oder, was ich eher glaube, dass das von vornherein eine 808, also die natürlich in den Tiefen sehr präsent ist, aber also die geht schon hoch bis 300 bis 400 Hertz. Das hat so ein, deswegen hat sie diesen präsenteren Sound. Und weil sie so kurz ist, hat das so einen gewissen sprunghaften Charakter, wenn ihr versteht, was ich meine. Ist aber auch nice, finde ich. Mann, ich brech mir kein Zacken aus der Krone, brich mir mal einen Zacken ab, nur auf einer Packung Toblerone. Rapper lügen rum, sie machen dicke Kohle, aber haben eine Bude, die aussieht, als würde der Karin Ritter wohnen. Ich sippe Lean mit Karin Ritter. Ja, der Jiggy ist natürlich ein verkannter Oldschooler wie Trooper the Dawn, KZ lässt grüßen, aber ich verstehe leider teil. Also zum Beispiel jetzt hier das Sample in der Hook. Steinigt mich, aber ich gehe das leider nicht. Leider Gottes ist das über meinen Kopf vorbeigeflogen. So, das raff ich leider nicht. Entschuldigung, Jiggy, Entschuldigung. Entschuldigung, aber du kannst mich gerne lecturen an der Stelle. Du kannst lecturen, du kannst ihn gerne aufklären und mir sagen, was mir da entgangen ist. Newcomer sind wie Scharlach oder Akne, denn diese Dullis hast du jetzt paar Jahre an der Backe. Jeder Zweite ist beschäftigt mit auf Flaschen setzen, als würde er im Wettbüro auf die verlierende Mannschaft wetten. Schwachsinn, okay. Sag nicht, dass sie krass sind. Sie verlieren ihr Gesicht und denken dann, sie wären Gasfreak. Und ja. Diese Schauspielerei, oh, es ging gerade noch weiter. Fand ich cool, so, okay, die Reime sind jetzt eher etwas weniger im Vordergrund. Also da reimt, glaube ich, nur zweisilbig, oder? Oder muss ich gleich nochmal gucken. Aber es war sowas wie Schwachsinn auf Gasfring und so weiter. Was ich daran cool finde, ist, wie er es betont in der Richtung. Das hat schon so eine richtige... Das gibt mir fast schon Theater-Vibes, wie er das bringt. Sie verlieren ihr Gesicht! Also das ist schon... Krasse Delivery. Finde ich aber gut. Wie gesagt, auch hier Zeug von unfassbarer Routine. Und sie denken, sie wären Gasfring. Gottloser Breaking Bad Spoiler für die vierte Staffel. Aber wenn er spoilert, darf ich das auch. Deswegen die Leute, die es nicht geguckt haben, haltet euch die Ohren zu. Es geht einfach nur darum, dass Gas die Hälfte von seinem Gesicht weggesprengt wird und verliehene Gesicht. Newcomer sind wie Scharlach oder Akne, denn diese Dullis hast du jetzt paar Jahre an der Backe. Jeder Zweite ist beschäftigt mit auf Flaschen setzen, als würde er im Wettbüro auf die verlierende Mannschaft wetten. Schwachsinn, sag nicht, dass sie krass sind. Sie verlieren ihr Gesicht und denken dann, sie wären Gasfring. Ach, okay, sag nicht, dass sie krass sind, auf dann, sie wären Gasfring. Also das ist schon noch ein bisschen mehr als diese zwei Silben. Manchmal bin ich live der Klassenkasper, doch bin Psycho-Motherfucker wie die beiden Salamanca Sticker, Breaking Bad, Life, okay. Mexican Vibe, Work MC schweigt, wenn das Heavyweight rhymt. Das ist mir jetzt ein bisschen zu drüber. Also ich fand das cool, dass er hat da relativ frei geschrieben, so, dass er nach der Gus Fring-Line nochmal auf die beiden Salamanca-Zwillinge geht, die Axt-Brüder, die halt einen an der Klatsche haben, weil ihr Onkel die bös misshandelt hat in ihrer Kindheit. Ja, ich kenne mich mit der Lore ein bisschen aus und, Junge, ich bräuchte doch so eine Klugscheißerbrille. Und,
dass er dann aber sagt so, Breaking Bad Lines. Und dann diesen Flow so richtig auf Staccato, so richtig auf steif weiter durchzieht. Das ist mir ein bisschen zu verkrampft. Es ist bewusst verkrampft, das ist mir klar. Und soll er machen? Soll er den Stil ausprobieren? Mein Bier ist es in dem Fall aber nicht. Und ja, manchmal bin ich live der Klassenkasper. Auch geile Delivery an der Stelle. Und ja, auch cool. Bin Psycho Motherfucker wie die beiden Salamancas, Dicker, Breaking Bad Lines, Mexican Vibe. Wack MC schweigt, wenn das Heavyweight rhymt. Hast du ein Problem? Weißt du, das sind vier, weißt du, hier, viersilbig gereimt, vier Reime in einer Zeile, das ist nice, aber von der Aussage und von der Art, wie es delivered, ist halt nicht ganz so meins. Trotzdem, auf jeden Fall trotzdem eine Profession dahinter, ist ja klar. Bin ich zum Spaßen aufgelegt, so wie eine Badesalz-CD. Ich glaube, er wird es hassen, wenn ich das jetzt sage, ne? Aber ich muss mir das selber anhören. Und zwar nicht zu Scherzen aufgelegt, zum Beispiel zu Spaßen aufgelegt, wie er es hier sagt, wie eine Badesalz-CD. Ich habe 2019 mein Debüt-Track Rap in den Gen gebracht. Ich bin also auch ein Newcomer, den man jetzt noch jahrelang an der Backe hat. Und habe da gesagt, ich bin nicht zu Scherzen aufgelegt wie Comedy-Platten. Und auch damals hatte mir schon ein Dude gesagt, die hatte Kolle schon. Und das war, glaube ich, ich glaube, das war auf dem Kollege-Album. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, weiß nicht, ob das zählt an der Stelle, weil Kolle hat es ja vielleicht, es war ja, glaube ich, selber nicht sein geistiges Eigentum. Aber die Debatte habe ich ja schon zu Genüge aufgemacht. Wer mal Lines auf dem Level hören möchte, die ich geschrieben habe, der hört sich bitte mal meinen Track, ich habe ihn hier offen, das verschollene Kollege-Outro an. Hier, das kann ich wirklich nur ans Herz legen. Ich finde, da habe ich die ganze Sache wirklich gut imitiert. Mann, ich setz hier nur Nadelstiche wie Chunky Spritzen, doch wenn du Battle willst, sag Bescheid und ich werd alles ficken. Geil. Nadelstiche wie Junkie Spritzen. Ist natürlich von den Konsonanten klingt es sehr unsauber und von den Vokalen reimt sich auch nicht alles, aber 3 von 4. Dass das so nah, so eng aneinander kommt, da habe ich auch eine Schwäche für. Ich finde, das klingt cool. Wie auf Big du tust, Wigger, I can see the bitch in you, homie. Er hat die W-Bombe gedroppt. Homie. Once again, Black is the incredible. Krass, dass das eine Single-Auskopplung gewesen ist. Also, nicht falsch verstehen, da waren coole Lines drauf so. Interessante Flows, ein Beat, der durchaus feierbar ist. Vor allem sehr clean klingt. Ich finde, so spektakulär wie die anderen Single-Auskopplungen war es jetzt nicht unbedingt so. Da haben die Features ein bisschen mehr hergegeben, als obwohl ich die Jiggy-Parts auf jedem Feature tatsächlich geiler fand. Und auch von den Videos und sowas krasser. Das hier wirkt ein bisschen, nicht böse gemeint, das wirkt ein bisschen wie so ein Afterthought. Alles ist auf einem guten Niveau. Alles leistet sich keine Schwächen, keine richtigen, aber es wirkt auch nicht wirklich nach einem Highlight. Vielleicht will es das auch gar nicht sein, das ist vollkommen okay. Aber ich denke mal, es ist die letzte Auskopplung, bevor das Album rauskommt, wenn ich das verstanden habe. Keine Ahnung, wie lange die Promophase noch gehen soll. Aber ihr versteht wahrscheinlich, was ich meine, wenn ich damit sage. Ich glaube, die anderen Dinge waren schon krasser. Trotzdem cooler Track, werde ich mir wahrscheinlich auf jeden Fall nochmal geben. Das war Real Eyes von JGG. Falls ihr euch mehr davon wünscht, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und schaut auch gerne mal bei mir auf Twitch vorbei. Hier lecter-official-heisig. Link direkt in der Beschreibung, da könnt ihr mich finden. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.